Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Es gibt wieder ein neues Video zu Legion. Tower Defense 2. Und wie ich hier sehe, könnten wir hier den Gralstart mit dem Brutbeutel versuchen. Ich hätte sogar mal Lust, wieder das zu spielen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Tank, 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 Damage Dealer. AOE Damage Dealer. Das ist nochmal ein Tank. Ich glaube, so ist besser. So, schick mir mal eine Schnecke. Und schauen, wie weit wir damit kommen. Mein Kollege baut hier die Wurzelqualle. Mit drei Anglern. Okay. Interessant. Das muss er eigentlich nicht bauen. Das sollte, so, glaube ich, hier auch so reichen. Ich hoffe, er schickt mir was. Das wäre natürlich optimal. Dann kriege ich den Brutbeutel sehr gut raus. Besser gesagt, die Hydra. Knacko der Spackel, auch ein guter Name. Oh ja. Er macht King Upgrades. Das ist schon mal sehr nice für mich tatsächlich. Das heißt, ich sollte meine Hydra gut durchbekommen. Meinem Gegner kann ich nichts schicken. Ein Albtraum kann man eventuell bestrafen bei Wave 5, wenn er seine Wave splitten will. Mit einem Dino oder sowas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Dann bauen wir noch 1, 2, 3. Ich würde sagen, hier die Masken. Ich habe gesagt, eine Maske. Was ich nicht verstehe, wenn man auf die Unit klickt, kann man nicht gucken, also wie viel ihre Upgrade-Kosten kosten. Ich weiß nicht, warum man das so macht. Kennt ihr den Grund oder hat man das einfach vergessen oder denkt man einfach nicht dran? Also mich stört es immer, dass ich immer auf meine Runde warten muss, damit ich den upgraden kann. Wir bauen mal zur Sicherheit drei von denen. Falls er mir was schickt. Ich habe keine Lust, hier zu leaken, tatsächlich. Ein Grobian kann es nicht werden. Es kann höchstens eine Turtle werden. Ich hoffe, es wird reichen. Ja, gut, er schickt gar nichts. Sehr gut. Das heißt, meine Hydra kommt durch. Ich kann schon mal Worker pushen. Auf 6 gehe ich definitiv. Er liegt? Wo liegt er? Hat zu wenig gebaut, wa? Ja, ja. Ist wahrscheinlich auf 6 Worker gegangen oder sowas. Ja, Greedy sein ist nicht immer gut. Aber oft. Aber man muss auch Greedy sein, so ein bisschen. Wenn man nicht Greedy spielt, dann wird man es wahrscheinlich niemals zu den höheren Rängen schaffen, behaupte ich jetzt mal. Also man kann nicht immer safe spielen. Man muss auch mal greedy sein. Gehört nun mal dazu. So, ich habe jetzt meine Hüter durchbekommen. Das heißt, ich bin erstmal gut bewaffnet für die nächsten Waves. 7 und 8 ist meine weak lane, sage ich mal. Wo ich echt schwach bin. Aber schauen wir mal, wie weit wir jetzt verdammt kommen. Er hat mir schon seit Runde 1 nichts mehr geschickt. Also das heißt, da werden
demnächst wahrscheinlich Grobiane kommen oder sowas in der Art. Darum bleibe ich erstmal auf 6 Worker und gehe nicht auf 7 oder sowas. Sehr guter Leak. Ups. Meiner ist... obwohl, ich wollte gerade sagen, ob er, dass er bei 6 schwach ist, aber ist er eigentlich gar nicht. Der ist solide, die sind gut auf 6, die sind schwach auf 6. Na, schauen wir mal weiter. Was gibt's überhaupt für einen Zauber? Dunkles Ritual ist schon mal nice. Echsenarmee, Bösewicht. So, machen wir den Windfalken hier am besten. Ich wette, er schickt mir bei Wave 3 3 Grobiane. Aber doch nicht. Interessant. 2 Turtles. Sollte ich, glaube ich, aufhalten, wenn ich mich nicht täusche. Natürlich machen die keinen Schaden an den Turtles. Aber dafür machen meine anderen nur Schaden. Mehr oder weniger. Oh, jetzt wird der rausgefokust. Nicht gut. Mal gucken, ob das trotzdem reicht. Ich gehe auf 2 Worker mehr. Ich will mal ein bisschen greedy jetzt sein. Wenn er mir was geschickt hat, erwarte ich nicht mehr viel. Ja, schafft das hier easy. Tatsächlich. Könnte sogar auf 9 Worker gehen. Und ich habe die Masken für... Ich gehe mal auf 9 Worker. Also ich werde mal richtig greeden. So, was baut er hier so Schönes? Ja, wann möchte ich senden? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber leider nicht. Aber ich sollte mal langsam schicken. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Pack-Leader schicke. Das Problem ist aber, wenn ich den Pack-Leader schicke, bringt das nicht so viel, weil die Units relativ schnell sterben und der Nachahmer, besser gesagt der Mimik hier, der kann mir nochmal Gold bringen und dann macht auch sehr gut Schaden. Mal gucken, ob das aufgeht. Oder ich damit auf die Nase falle. So. Deine Haupt-Damage-Kavelle ist schon mal weg. Ist schon mal nice. Ich glaube, das war eine gute Idee. So 3 Gold bekommen. Sehr nice. Ja, das war eine gute Idee. Hab ordentlich Damage gemacht. Ich halte meine Wave auf. Sehr nice. Wie sieht es bei meinen Kollegen aus? Der wird leaken mit hoher Wahrscheinlichkeit. Er hat auch geleakt, das heißt, wir kriegen jetzt King Damage durch und gar nicht mal so wenig, glaube ich. Das werde ich hier locker aufhalten. Ich würde sagen, ein Worker mehr können wir gehen, da wir King Damage jetzt machen. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Schaden. So, wir können gehen auf ihn, graden den ab zur Sicherheit.
Damit wir nochmal ein bisschen Arkan hier haben. Vielleicht sollte ich auch splitten. Ich splitte mal zur Sicherheit. Okay, schickt mir zwei Tanks. Interessant. So, Einwirker gehe ich definitiv. Aber ich werde hier leaken, glaube ich. Mir fehlt so ein bisschen der Tank. Die machen keinen Schaden. Schade. Ist aber okay. Ich bin jetzt auf 11 Worker. Was wollen wir schicken? Ist jetzt die Frage natürlich. Ich glaube, ich schicke einen Ogre. Der macht hier ordentlichen Damage. Wahrscheinlich, wenn sein Gegner auch noch liegt, haben wir wahrscheinlich gewonnen. So, auf dieser Wave bin ich wieder stark. Wir bauen mal nur ein Gral. Ich habe hier plus 85, das heißt, ich gehe nochmal auf den Worker. Bin jetzt auf 12 Worker auf Wave 9, das ist schon mal nice. Die Masken sind zwar, also ich mag die Masken eigentlich, aber sie sind nicht gut, wenn man sich zu sehr auf sie verlässt einfach. Sie machen zwar viel AOE-Schaden, aber das Problem ist einfach, sie killen in der Regel, also in den späteren Waves killen sie nicht mehr. Und die ganze Wave hat nur noch so die Hälfte an Leben und dann liegt man so auch richtig hart, ohne eine Unit zu killen dabei. So, wie weit kommt mein Ogre? Bam, bam. Genau das meine ich. Also hier hat er noch gut geklärt, sage ich mal, aber die sind hier alle verletzt, aber nicht tot. Das ist mal das Problem. Hat mein Gegner auch einen Bosskiller hier? Aber er hat die falsch gebaut, oder? Den Albtraum? Er hat ihn zu weit vorne gemacht. Theoretisch könnte ich ihn damit auch bestrafen. Ich versuch's mal einfach. So, sein Gegner hat gehalten, leider. Jetzt brauche ich aber einen Bosskiller, sonst wird's für mich schwierig. Würde sagen, wir gehen so. Dann haben wir schon mal einen Bosskiller. Und maybe so. Dann haben wir hier plus 90. Das ist doch schon mal nice. Wenn ich schon den King Upgrade ist, dann mach auch den Angriff zuerst gegen den Boss. Und nicht AOE. So, das sollte ich eigentlich halten. Ja, sein Damage-Dealer ist tot. Ich weiß nicht, warum er den vorne stellt. Das habe ich nicht verstanden bis jetzt. Das dürfte er nicht halten. Wir gehen auf einen Worker mehr. Wir haben unsere Wave gehalten. So, das wird ja schön liegen. Ich glaube, ich gehe auf dunkles Ritual. Habe ich einfach mehr Gold zur Verfügung. Ich würde gerne auch noch einen Brutbeutel bauen, aber er hat mir die letzten Runden nicht so viel geschickt. Obwohl er King Upgrades gemacht, oder? Ich glaube, er hat King Upgrades gemacht. Das heißt, eigentlich müsste der relativ safe sein. Wir schauen mal. Wir erhöhen mal unseren Angriff.
Also wenn ich den Bootbeutel nochmal durchbekomme, dann ist, glaube ich, schon mehr oder weniger GG. So, mein Kollege hat auch dunkles Ritual gemacht. Ist, glaube ich, die beste Entscheidung, obwohl wir schon sehr viel Leben investieren. So, die gehen weiter auf King Upgrades, das heißt, ich habe freie Bahn für mehr Worker. Und ich werde auch jetzt was senden. Weil ich mag Wave 12 sehr gerne. Weil es ist die Wave, die richtig viel DPS hat. Also die hält nicht viel aus, aber der DPS ist einfach insane bei 12. So. Ja, mache ich hier noch mehr Tankiness, ist die Frage. Wir gehen mal auf den. So kann ich auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich den Brutbeutel durchbekommen sollte. Ich habe ja einen Wert von 185 plus. Sollte an sich klappen. Wir machen weiter King Upgrades. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Wir pushen dann weiter Worker, wenn die auf King Upgrades gehen. Aber er hat nur 40 bei mir geschickt, also sollte ich vorsichtiger sein. So, hier sollte ich durchgehen wie Butter. Bin ich der Meinung. Obwohl, oh, die halten eine Menge aus. Aber wahrscheinlich sind auch eine Menge Units tot von mir. Zack, zack. Gucken wir mal. Also wenn der tot ist, ist schon mal nice. Die sind egal, die machen aktuell kaum Schaden. Gut. Hat nicht so viel gelegt, wie ich gedacht habe, aber wir nehmen es trotzdem mit. So, meine Hydra ist auch noch durchgekommen. Das heißt, eigentlich bin ich hier richtig gut unterwegs. Wir upgraden mal den, obwohl er nicht gut ist auf der Wave, aber dann haben wir ihn schon mal für die späteren Waves. Warum ganz nice. Ich mache mal auch King Upgrades. Dann kann er auch Mythium sparen. Ja, machen wir 15. 15 ist okay, denke ich. Obwohl der 15 wie hier, die sind wiederum gut auf 15. Das heißt, ich brauche irgendwie so ein 4-Auge am besten. Schafft er das? Ah, sieht knapp aus. Ne, der schafft er nicht. Schade. Einen lässt er liegen und gibt nochmal Shutdown Gold. Zwar nicht viel mit 25 Gold, aber jeder von den beiden kriegt ja 25 Gold, bin ich der Meinung. Also sind das insgesamt 50 Team Gold, die wir geben. So. Ich könnte ihn machen, was ich auch mache. Dann hat er wenigstens ein bisschen Heilung drin. Metzger habe ich nicht. So, da ich gut stehe, kann ich sogar überlegen, auf Seelentore zu gehen. Brauche ich nicht mehr. Ich glaube, das passt so erstmal. Ich glaube, ich habe keinen Magieschaden, ne?
Oh, ich hab den Magieschaden vergessen. Schade. So, er sendet mir was. 280. Ist schon mal ein Brett. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich halte es relativ souverän. Ich meine, ich werde trotzdem liegen. Oder? Nein, ich werde nicht liegen. Interessant. Also der Heal hat was gebracht anscheinend. Der Heal ist auch gar nicht so wenig. So, dann gehen wir mal auf 4 Worker mehr. Oder 5, ich weiß nicht, wie viel es waren. So, wir gehen jetzt auf ein 4-Auge. Und vielleicht noch ein Drachen oder sowas. Schicken wir noch einen Drachen. Ja, ich habe gepennt. Ich habe keinen Magieschaden mitgenommen. Leider. Und ich weiß nicht, wie ich das hier jetzt schaffen soll, großartig. Wie kostet der Upgrade 420? Ist gar nicht so billig. So. Gucken wir mal, ob wir den knacken können. Das Schöne ist, der wird sofort gefokust. Das heißt, der Damage ist erstmal raus von dem. Die machen mir so ein bisschen Sorgen, weil die machen viel Schaden an dem Boss. Aber gut, dass ich ein 4-Auge geschickt habe. Geht das Ganze ein bisschen schneller. Ja, ich halte meine Wave. Easy. Die Frage ist, ob das hier GG ist. Ich glaube nicht, aber die werden noch so 20% oder sowas haben. Ja, gut geschätzt. Obwohl. Nee, noch weniger. Ja, GG, Leute. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt hier noch gewinnen, aber hat anscheinend gereicht. Ja, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, dann Dankeschön erstmal und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.